Access Squad EVA. Access granted. Launching. Welcome back, Squaddy. Welcome to the Squad Electronic Video Assistant. Hallo Squaddy, schön, dass du da bist. Und willkommen zum Patch Preview für 6.1. Mit 6.1 findet voraussichtlich NVIDIA DLSS und NVIDIA Reflex ins Spiel ein. Denkt immer dran, für NVIDIA Reflex benötigt ihr entsprechende Hardware. Das heißt, der Monitor muss es supporten, sowohl als auch eure GPU. DLSS ist gerade effizient, wenn ihr zum Beispiel eine 2070 habt und immer noch WQHD spielen wollt. Das müsste damit flüssig dann funktionieren. Für die AMD-User, das AMD FSR wird ein bisschen überarbeitet. Das heißt, vielleicht funktioniert es da jetzt langsam mal. Mit dem neuen Patch kommen die Sunshine Islands hoffentlich endlich mal ins Spiel. Noch im Playtest ist man hier in dem Gewässer abgesoffen, aber kurz danach hat Obi es schon gepatcht. Wir können jetzt wieder problemlos crossen und man sieht es auf der Karte. Vorbildlich. Nebenbei habe ich schon ein ganzes Video rund um die Sunshine Islands gemacht. Findet ihr in der Beschreibung oder am Ende des Videos. Einige Dinge sind allerdings hinzugekommen, wie leichterer Zugang zu höheren Ebenen. Und andere Ebenen dagegen wurden wieder versperrt, wie die Ölfässer. Die ganzen Texturen, die vorher noch nicht bearbeitet waren, sind jetzt ausgefüllt und sehen äußerst typisch aus. Der Easter Egg Ampel ist immer noch ein bisschen mickrig. Ja, aber ja, was hat man erwartet? Nichtsdestotrotz sieht's passend aus. In der aktuellen Version, also direkt nach dem Playtest, ist immer noch so, dass die Map Offset ist. Das heißt, zu markieren ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Auch gibt es noch ein paar Objekte, die direkt in der Map mit rumschweben. Falls ihr das externe, vorher gemachte Sunshine Islands Video angeguckt habt, Obi hat schon hier nachgebessert. Der Zugang direkt zu diesem Boot ist zumindest einfach und da. Das heißt, ihr könnt da auch zu Fuß hingehen. Bleibt die Frage, wie es bei anderen Objekten ist, die auf dem Wasser schwimmen. Radio platzieren erlaubt, Radio platzieren verboten. Ist es gewollt, ist es nicht gewollt? Ich habe darauf keine Antworten. Und die Admins werden bestimmt viel Spaß haben. Ich hinterlasse euch mal zwei Locations, die ich hätte nehmen können, aber nicht genommen habe während des Playtests. Schauen wir uns jetzt mal die Fahrzeuge der türkischen Landstreitkräfte an. Jeder Logi, alle links in der Transportvariante, rechts in der normalen Variante. Generell alle türkischen Fahrzeuge sind schneller als der Gegenpart. Dafür haben sie meistens eine leichtere Rüstung. Alle leichten APCs sowie mittlere APCs und schwere APCs passen Full Squad rein. Damit bietet die türkische Fraktion neben den anderen Blue 4 Fraktionen, wie zum Beispiel Ossis, die Möglichkeit, ein komplettes Squad in leichtem Vehikel zu laden. Auch haben die APCs bzw. LAPCs Granatwerfer mit an Bord, sie manchmal auch eine Bewaffnung von 762 als Bordkanone, neben der 50er Variante. Der MBT kommt zum Beispiel für den Commander mit einem Granatwerfer ins Feld. Denkt immer dran, der Panzer ist leichter, schneller, dafür hat er allerdings weniger Panzerung, wie ihr sehen könnt. Als Toralternative steht uns der Milan zur Verfügung. Funktioniert exakt so wie die TRW. Interessant ist auch, dass die russischen Landstreitkräfte eine Flak bekommen. Das ist neu für die Blue 4 Streitkräfte und extrem vielseitig. Damit kann man nicht nur Drohnen vom Himmel schießen, sondern auch Flugzeuge, Infanterie bekämpfen und leichte Fahrzeuge. Während die Landstreitkräfte verzichten auf den Bunker-MG, hat man wenigstens eine DSHKM ohne Scope. Bekommt aber für diesen vermeintlichen Nachteil eine SPG-9 Standard-Raketenwerfer zum Aufstellen. Damit habt ihr noch mehr Feuerkraft gegen Fahrzeuge. Und da die türkischen Landstreitkräfte keine Art haben, werdet ihr dies unter Umständen auch brauchen. Alternativ und auch vielseitig kriegt ihr einen Tripod mit dem NSVG, also 50er Kaliber, mit einem ARCOG-Ersatz oder PSU-Scope. Bei den Mörsern kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, welchen wir jetzt bekommen. Und ganz klar ist das auch nicht abzusehen. Ich habe es zwar schon aufgestellt, aber schon wieder vergessen, welcher es war. Was den Recoil der Waffen betrifft, denkt immer dran, der ist hoch. Ihr habt zwar in echt 556, aber im Spiel habt ihr 762 Waffen.
Und da ist der Knockback entsprechend hoch, vergleicht die Standardwaffe mit einer G36. Leider ist der Grid Offset Bug mit dem Scope immer noch nicht behoben worden. Zumindest kann man ihn ausstellen, indem man darauf verzichtet, seine eigenen Einstellungen unter der Maussensibilität zu nutzen und einfach den Standard benutzt. Dann hat man den Bug nicht, dass man nicht mehr auf den Punkt zielen kann. Traurig, aber wenigstens funktioniert's. Muss man halt ordentlich an der Maus ziehen, um die Ferngläser zu nutzen. Die neuen Dual Prism Scopes sind auch relativ nützlich, solange ihr euch damit nicht bewegt, weil gerade wenn ihr im Zoom seid, davor zu rücken, auch wenn es nur in der Hocke ist und langsam, ist schwierig mit dem Ziel. Also bewegt euch am besten entsprechend. Da die türkischen Landstreitkräfte kein HUD haben oder ein Heavy AT, kriegen wir dafür zumindest einen zweiten LAT mit russischer Ausrüstung. Das heißt, ihr habt auch eine Splittergranate mit und mehr Optionen. Und es können drei LATs gewählt werden. Der Marksman kann zwar durchswitchen, aber die Waffe kann man nicht zeroen. Aber der Scope ist relativ selbsterklärend. Gute Nachrichten auch für die Engineers. Minen sind da und nutzbar. Als einzigste Fraktion im gesamten Spiel hat die türkischen Landstreitkräfte einen Autogranatenwerfer. Und der ist auch relativ nützlich. Ihr habt zwei Magazine, A8 Schuss. Jedes Magazin kostet 10 Munipunkte. Damit kann man recht schnell eine ganze Stellung ausheben, ordentlich Suppression geben oder lange Wege direkt absmoken. Extrem effizient, denkt immer dran, nachladen mit den Smokes dauert lange. Habt ihr die HE geladen und ist sie bereit, müsst ihr nicht extern mehr nachladen. Damit sind wir auch schon erstmal durch. Ich hinterlasse euch dann einfach fürs Ende des Videos nochmal die komplette Fraktion mit sämtlichen Kräften, damit ihr euch die einzeln anschauen könnt. Da der YouTube-Algorithmus nicht gerade nett zu mir ist, hinterlasst doch einfach ein Like, ein Abo oder einen netten Kommentar. Ich freue mich immer über das Zeug und hinterlasst dann auch meine Kommentare. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Piranha, over and out. Ich bin hier, ich bin hier.